Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Master of Orion, einem Teil der Kampagne. Die weiteren Informationen dazu findet ihr in der Videobeschreibung und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, wir sind wieder, wo wir aufgehört haben und ich hatte ja anheimgestellt, dass wir möglicherweise hier auf Zibam 2 jetzt möglicherweise mal einfach die automatisierte Fabrik kaufen sollten, denn die bringt uns die Produktionspunkte. Ich war gerade etwas irritiert, entschuldigt bitte. Die bringen uns die Produktionspunkte, die wir nicht haben, weil wir derzeit natürlich auch hier Nahrung produzieren müssen, damit wir Menschen produzieren. Das klingt ein bisschen komisch. Und das ist halt der Vorteil, dass wir so eine Dinge dann einfach kaufen können. Aber die tauchen dann jetzt nicht hier auf, sondern dann in der nächsten Folge. Hier machen wir noch Forschung und Forschung und Vermehrung sind so am besten ausgeglichen. Das ist halt dieses Micromanagement, was ich meinte, was hier so wunderbar funktioniert. So, gehen wir in die nächste Runde. Und damit feiern wir 50 Jahre Master of Orion oder so. Hier auf Zibam, die Fabrik ist abgeschlossen. Das heißt also, wenn man sowas kauft, ist es in der nächsten Runde fertig. Wir gucken mal, was bauen wir als nächstes. Da können wir zum Beispiel ein Forschungslabor bauen. Aber ich glaube, wir sollten uns zunächst mal darauf spezialisieren, dass möglichst schnell wir entweder das Geld bekommen, um Sachen zu bauen, oder halt die Leute, die Sachen bauen können. Das hier sind Verteidigungsmaßnahmen, ne? Das sieht man immer an den kleinen Icons, also was ist. Und ich würde fast vorschlagen, obwohl Regierungsgebäude ist auch nicht schlecht, erhöht die Moral. Ne? Das heißt, wir haben keine Streikenden. Hatten wir schon mal einen Streikenden? Ich weiß es nicht. Dann fangen die an, damit zum Schild herumzulaufen und vagabundieren vor sich hin. Ist nicht so cool. Oder Handelswaren. Bei so wenig Produktion lohnt es aber fast nicht. Ich würde sagen, machen wir lieber das Regierungsgebäude und sind irgendwann mal fertig. Könnten wir theoretisch auch kaufen, aber haben nicht genug Geld für. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Und in 20 Runden wäre das fertig. Wenn wir jetzt rübergehen, haben wir immer noch ein Wachstum von 4. Und hier reduzieren wir um 8 auf 8. Deswegen machen wir es so rum. Und auf Draconis, glaube ich, liegt jetzt nichts an. Da lassen wir mal weiter laufen, bis hier Wirtschaft erforscht ist. Da kommen wir nochmal weitere Fähigkeiten dazu. So, muss ich mir Gedanken machen wegen des Piratenschiffes? Ich würde sagen nein, weil wir hier ja den Militäraußenposten haben. Trotzdem verlege ich mal die Fregatte nach hier hin und sage, sie soll hier mal bitte so ein bisschen mitbewachen. Und ja, die Forschung der Wirtschaft ist abgeschlossen. Gucken wir uns das mal kurz an. The philosophers have gleaned a new insight. Wir können nämlich jetzt dann hier neben der Regierungsgebäude die Steuerbehörde bauen. Und dadurch kriegen wir halt das Geld, was ich eben sagte. Ne? Also nicht nur die Moral. Aber wenn wir die haben, kriegen wir dann pro Bevölkerung ein zusätzliches Geld. Kostet 60 Produktionen. Und wir schauen mal, wie wir weiter uns entwickeln. Die Wissenschaft und die Wirtschaftsberater sagen, private Finanzierung sollen wir machen. Biotech sagt, wir sollen, Sozialleute sagen, wir sollen hier in Pilzfarmen und Todessporen entwickeln. Und hier hätten wir eine Krustenerkundung und Datenzentrum. Was ja auch ganz interessant ist. Was haben wir hier noch? Ingenieurswesen mit neue Raumschiffe brauchen wir noch nicht, Raketenabwehr. Ich würde mich jetzt erstmal hierauf stürzen. Dann haben wir da mit der Forschung erstmal ein bisschen Ruhe. Und ich würde echt sagen, wir spielen einfach noch ein paar weitere Folgen, vielleicht sogar dann auf Gardehol 2 auch. Bei mir macht das wie gesagt Spaß und jetzt gucken wir mal die nächste Runde an. So, die Piraten versuchen jetzt hier. GNN, Galactic News Network. Wealthy merchant has contributed a large sum to the Valerian Dominion. Sehen wir hier, wir haben eine großzügige Spende bekommen, sehr nett. Hatte ich auch noch nicht bis jetzt. So, gucken wir. 5 zu 10. 9 zu 6 ist nicht wirklich der Unterschied, das lassen wir mal so. Und hier können wir jetzt das Regierungsgebäude kaufen.
Aber wozu soll man auf dem Geld rumsitzen? Ne? Das investieren wir wieder und fertig. Und ja, nächste Runde. Und dann könnte es möglicherweise hier auch schon einen Piratenkampf wieder geben. Hier ist die Regierungszentrale jetzt abgeschlossen. Da sieht man die Gebäude auch auf dem Planeten immer sehr schön. Und jetzt können wir mal schauen, was wir da bekommen haben. Wir haben also hier die koloniale Steuerbehörde. Die Gründung einer kolonialen Steuerbehörde bringt die fähigsten Ökonomen des Planeten zusammen, bestehenden Unterschied zu rationalisieren. Lohnt noch nicht so wirklich bei einem Einwohner. Marinekaserne, Sozialberater und Militärberater empfehlen das. Ermöglichen, eine Kolonie Bodentruppen auszubilden und zu erhalten, welche die Kolonie vor einwallenden Feinden schützen. Das ist eigentlich sehr sinnvoll. Besonders wenn die Planeten hier im Outback sind und möglicherweise irgendwann dann angegriffen werden können. Wir gehen jetzt aber trotzdem hier von der Produktion ein bisschen runter, weil wir ja gerade Sachen kaufen und sorgen dafür, dass erstmal die Leute sich vermehren. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal wichtiger. So. Und wir gucken uns den Kampf an. Die Piraten. Wir haben beide Schiffe behalten. Da kommt man also nicht gegen an. Und wir sehen, CBAM 2 ist gewachsen. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Und wir könnten jetzt die Marinekasernen kaufen. Aber wir können noch keine weiteren Infrastruktursachen bauen, die uns jetzt von der Bevölkerungsentwicklung her weiterbringen. Das heißt, da müssen wir jetzt erstmal auf die weitere Forschung warten. Wir schauen nochmal bei Draconis, ob wir da jetzt nochmal verlagern sollten. 8 zu 3, 7 zu 4. Ja, nee. Würde ich jetzt nicht sagen. Ja, und es kommt natürlich das vor, dass man ein paar Runden überspringt. So, neuer Anführer. Können wir uns anhören für 6 Geldeinheiten? 2. Reisegeschwindigkeit erhöht plus 10. Das bringt uns nichts. Und wir schauen mal wieder auf den Planeten vorbei, wo wir gerade mal dabei sind. Ist Draconis gewachsen. Und wir sehen 14 zu 5, 16 zu 4. Lassen wir also erstmal so. Irgendwann kommt ja auch die Produktion wieder ins Spiel hier. Und da können wir ohnehin mal gucken, weil wir hier so viele Leute haben, was wir hier schnell bauen können. Zum Beispiel hier würde sich die koloniale Steuerbehörde natürlich lohnen. Die bauen wir mal ganz schnell, damit die Leute auch schön Steuern zahlen können. Ich meine, wer will das nicht, ne? 16, 21 zu 7. Also ihr seht den Unterschied. 7, 21 zu 9 oder 7. Aber wir können die eigentlich kaufen. Wir kaufen die mal. Bringt uns ja dann am Ende dann wieder mehr Geld. Seht ihr hier, ne? Welcome to GNN. Galactic neighbors should take heed, as the Metlar Combine has taken over another planet. It's a race to the top for sentient beings across the galaxy. Ja, in der Tat. Sollten wir nicht vergessen, dass wir auch andere Planeten noch jetzt auf jeden Fall befruchten müssen. Deswegen würde ich sagen, wir machen ein neues Kolonieschiff. Dann kann das schon mal vor sich hinbauen hier. Und dann nehmen wir statt... Also hier nehmen wir jetzt statt 13 Tage 15 Tage und statt 44 22. 15, 20 zu 17. 4, 5. 7. So machen wir das. Genau, die war abgeschlossen. Und hier bauen wir weiterhin fleißig an der Kaserne. Das können wir so lassen, würde ich sagen. Und die private Finanzierung bringt uns ja dann auch weitere Boni. So, welchen Planeten wir dann besiedeln könnten, müssen wir uns dann erstmal in Ruhe anschauen. Auch da bin ich noch gar nicht so sicher, aber wir haben dann immer schon mal das Kolonieschiff gebaut. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll war. 12, 13, 17, 10... 3, 4. Lassen wir mal so. Und die nächste Runde. Wir schauen mal so ein bisschen auch, wie denn unsere Gegner sich entwickeln. Wirtschaftlicher Sieg, technologischer Punktzahl und so sind wir vorne.
Bei den Planeten müssen wir da mal gucken. So, war hier jetzt irgendwas? Nee, ne? Machen wir nochmal eine Runde. Wenn die sich natürlich gegenseitig bekämpfen, ist da auch so ganz praktisch. Dann brauchen wir das nicht zu tun. So. Das Datenzentrum. Forschung 1 pro Zelle. Ne? Können wir die Forschung erhöhen. Auf Kosten von 3 Geldeinheiten. Auf Kosten von 2 Geldeinheiten können wir die Produktion um 2 erhöhen. Kann auch auf armen und sehr armen Planeten eingesetzt werden. Das ist auch ein nicht unwichtiger Vorteil. Ich würde sagen, wir machen dann noch diese Pilzfarm hier. Kosten 2, Wartung 1. Das ist natürlich alles. Aber wir kriegen dadurch wieder einen Forscher frei, ne, wenn wir Glück haben. Weil die Makroökonomie, das ist schon sehr weit weg hier. Also die Verschmutzung und so reinigen, so weit sind wir noch nicht. Und hier können wir wählen, entweder Schild oder, ne? Und was haben wir hier noch? Fremdartig brauchen wir auch nicht. Das ist, also wenn irgendwann Spionagemissionen kommen, das heißt, wenn andere Völker bei uns einfallen. Deswegen machen wir mal eben die Biotech, das dauert 8 Tage, dann haben wir das auch fertig. Und ansonsten nächste Runde. Da kommen die nächsten Piraten. So, Zimam ist gewachsen. Und da wird es jetzt langsam wirklich interessant. 9, 12. Na, das können wir eigentlich so lassen. Aber wir kaufen mal die Marinekaserne. Da kommen auch wieder Feinde an. So, Marinekaserne-Bau hier ist abgeschlossen und wir können jetzt was Neues wählen. Und wie gesagt, hier hatten wir Forschung pro Zelle. Und das bietet Forschern eine schnelle und einfache Kommunikation und gemeinschaftlich dann diese hochentwickelte Forschung und Datenerfassung sorgt für eine bessere Forschungsprozession und generiert Forschungspunkte pro Zelle. Das würde ich hier nicht Sinn machen, weil wir haben hier nur 3 Zellen. Ne? Dann würden sie 3 Zellen, würden dann 4er Zellen sein. Das ist halt der Sinn des, der Forschungszentrale. Sinn macht hingegen das Forschungslabor vielleicht, weil da kriegen wir gratis 2 Punkte. Steuerbehörde, das ist immer noch nicht so weit, das heißt, wir bauen jetzt erstmal das. So, Anführer Ryu ist kurz davor zu gehen. Das passiert halt, das kann man halt nicht verändern. Ah. So, hier macht auf jeden Fall die Forschungsbehörde Sinn, denn wir wollen natürlich alle Plätze hier vielleicht mit Forschern belegen oder mit Leuten, die sich selbst vermehren. Deswegen warten wir mal eben kurz ab. Diesen Angriff noch und dann müssen wir mal gucken, dass wir auch dann irgendwo einen schmucken Planeten finden, den wir dann auch besiedeln wollen, können, dürfen. Wo diese Weltraummonster wir ja noch keine Chance haben. So, jetzt ist es soweit, jetzt kommt die finale Schlacht hier oben. Ein Piratenplünderer. Platz mit X. Das war wohl nix. Suche gerade so ein bisschen, was haben wir denn hier? Na, das ist alles noch nicht so schön zum Besiedeln. Der hier wäre wahrscheinlich schön, aber da müssen wir dieses Riesenmonster beseitigen. Weil ein Akir. Was haben wir hier? Ja. Na, ihr seht, also das ist alles nicht immer optimal. Aber das wäre zum Beispiel ein Planet, wo man produzieren könnte. Weil wir richtig gutes Produktionsdingen bauen. Also wenn wir uns so einen Heimatplaneten angucken, ist natürlich da nicht so gut, ne? Könnte man vielleicht in Angriff nehmen. Wir schauen mal. Sollte ein Planet sein, der immer in der Nähe ist, sonst wären wir nie fertig. Ja. Und dann ist die Todesspore ist abgeschlossen und die Pilzfarmen. So, wir sollten mal so ein bisschen gucken. Jetzt haben wir hier Xenobiotik. Haben wir Verschmutzungssäuberung. Dann haben wir Nahrung pro Zelle. Das ist sehr interessant. Und Tiefseekühlung plus 3 Forschung. Das nehmen wir mal. So, wir schauen mal kurz auf den Planeten mal wieder vorbei, was sich hier so getan hat. Ja, die vermehren sich prächtig. Kolonieschiff 4 zu 1. 5 zu 1. Da warten wir nochmal eine Runde. Und auf Zibam
setzen wir gerade alles dran, dass die Leute sich vermehren. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, ein Link ist in der Videobeschreibung. Würde ich mich freuen, wenn ihr den verwendet und wenn ihr auch bei weiteren Folgen reinschaut. Je nachdem, wie diese Folge jetzt ankommt, wie gesagt, und diese Folgen ankommen, geht es weiter auf Garderoll 2 oder hier mal gucken. Das entscheidet ihr dadurch, dass ihr die Videos weiterempfehlt, Daumen da lasst, Kommentar da lasst und ja, fleißig bis zum Ende schaut immer, ne? Danke fürs Zuschauen und hier noch ein paar Programmtipps, was es noch so auf meinem Kanal gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.